Bisher bei The Evil Within. Ein Scharfschützengewehr, Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Genau wie ich. Es ist... Und so geht es weiter. Willkommen zurück zu The Evil Within. Nun, wir sind immer noch an dieser Ruine und das ist auch gut so, denn, wir wollen hier echt einen Haufen Spaß haben, also das kannst du mal wissen, wir wollen hier richtig am Rad drehen. Und das werden wir auch tun, indem wir jetzt hier hochgehen und mal schauen, was es hier so gibt. Oh Gott, was? Was ist das denn? Nun gut. Ich verstehe schon, hä? Wir müssen sie alle ausschalten. Wie wär's denn mit dem Snipergewehr, hm? Wie wär's mit dem Snipergewehr? Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Was macht der denn jetzt? Was ziehst du da für einen Hebel? Keine Ahnung, ist auch egal. Oh Gott, ich habe nur noch 4 Schuss dafür. 1, 2, 3. Okay, ich kann einmal daneben schießen, das passt schon. So, Leute, die Musik ist ganz schön laut. Was machen wir damit? Ich will das nicht entschärfen, das kannst du mal vergessen. Besser so als anders, nicht wahr? Okay, kommt jetzt jemand hier hoch oder so? Oh Gott, da kommen ganz viele Leute, Wo kommt denn der jetzt her, bitte? Mr. Freddy? Nee, wenn der nicht drin war, Vision, ja? Was soll denn das, hä? Wer hat dich denn so angekettet? So umkettet, so umklammert? Was soll das denn, hm? Danke, danke, das war gut, das war richtig. Im richtigen Moment diesen Kopf zerstört. Oh, okay, Hau ihn tot. Gut gemacht. Teamwork. Warte mal, hier sind doch noch mehr. Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Moment. Kann ich mich jetzt hier hinhocken und zielen oder nicht? Mach mal auf da. Auf da, auf da, auf da, da. Los jetzt. Na, da kommen auf einmal Leute an, ne? Ich weiß ja nicht. Josef hat das alles unter Kontrolle. Warte mal, ich lasse ihn mal zuhauen. Ne. Dann war das kurz mein Turn, hä? Ne! Lass ihn in Ruhe! Ich kann nicht richtig zielen, Mann. Mit dieser Waffe könntest du es echt vergessen. Er weiß schon, wie man sich wehren kann. Also er ist wieder voll. Ach, das ist doch eine Scheiße hier mit der Scheiße. Ich verlasse mich auf diesen Josef, denn er ist der... Na, nicht runterfallen. Ich habe nur noch einen Schuss. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an, Freunde. Wie macht man das jetzt? So, zum einen haben wir jetzt natürlich ein Problem. Zum anderen können wir diese Pumpgun nehmen. Warte mal, die andere? Nee. Munition ist selten. Ne? Wissen wir Bescheid. Nehmen wir die. So, nachladen. Was für eine brisante Situation. Kommen die jetzt unendlich oder was? Was ist denn das hier? Pumpkin, gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Pistolenmunition. Pistolenmunition, okay. Die ist nicht tot. Ist auch nicht tot. Josef, hilf mir. So, warte mal. Geht der jetzt noch auf?
Dann werde ich ihn einfach von hier abknallen, während Josef überhaupt nichts trifft mit der Axt. Wo ist denn hin, du? Wo ist denn hin? Da ist er. Töte ihn jetzt. Warte, ich verbrenne ihn. Mit dir kann man ja echt nichts machen, also... Wenn er einmal daneben schlägt... Okay, wir müssen in diese Richtung. Töte diesen Axtburschen, bitte. Geh auf. Na, ich muss mich da hinstellen. Na, ich sehe nichts. Warte. Das nervt jetzt vielleicht. Scheiße. Na gut, wir müssen da hinten hin. Was willst du denn hier? Fahrer. Oh shit. Oh shit. Töte ihn. Gut gemacht. So. So muss das sein. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Warte mal. Für die Pistole habe ich noch ein bisschen was. So. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Das ist super. Das ist so super. 2, 3. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Typen da hinten nicht umbringen können. Komm schon. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Mach auf jetzt. Komm schon. Mach auf. Jetzt macht er nicht mehr auf, Mann. Wie wär's denn mal? Gut. Der hat gesessen. Was ist denn mit dem in der Mitte? So, da vorne liegt noch ein bisschen Munition. Gott sei Dank. Was ist das denn? Der Schockbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffene Gegner mit einem Stromschlag entschachelt. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Gut für mich. Schlecht für die Gegner. Warte mal, hier ist eine Axt. Und da kommt noch jemand. Nehmen. Daneben. Er ist einfach runtergefallen. Das ist so, das ist da, also. Ich weiß nicht, in dieser Folge fällt es mir arg schwer zu reden. Tut mir sehr leid. Na, das ist also. So macht man das. Wo sind denn jetzt die anderen Gegner? Gibt's hier noch mehr zum Aufsammeln? Ich brauche mehr Munition. Ich meine, das, was ich hier habe, reicht doch niemals. Für das, was noch kommen wird, ne? Spritze. Bestens. Bestens. Nee. Nee, 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 nee. Hau doch mal auf die Kiste. Was ist das? Streichhölzer? Nee. Gewehrmunition, also das, Freunde, ist super. Das ist so ein Hebel. Joseph, hinter dir, siehst du nicht, Mensch? Interessiert ihn gar nicht. Der, was sollte das jetzt? Okay, ich muss nachladen. Dieser Pfarrer. Warte, warte, warte. Bumm. So wird's gemacht. Gibt's hier hinten noch was zum Aufsammeln? Okay, die Munition wird echt knapp hier. Nichts. Nichts und wieder nichts. Da bin ich hergekommen. Warte mal, wir hätten auch hier rüber gehen können. Das wäre voll easy gewesen. Naja, man lernt nie aus, ne? So, hier, nimm mal das. Ich will die Hebel noch nicht umlegen, denn, erstmal will ich alles einsammeln. Alles einsammeln, was man so braucht, ne? Jetzt ist der andere offen. Wieso jetzt erst? Wie machen wir das? Den treffe ich hier nicht. Den treffe ich hier nicht. Josef, Josef, Josef. Wie machen wir das? Wir müssen da oben hin irgendwie. Da ist noch so ein Riesenglas.
Warte mal, das hole ich mir. Mal sehen, wie viel da drin ist. Wahrscheinlich 1000 oder 8000. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber auf jeden Fall 1000 oder 8000. Nimm es. Es sind 1000. So, wenn ich diese Dinger jetzt benutze. Ha! Tschüssi. Mensch. Vater, tut mir leid. Gut, das war effektiv, das war gut, das war schön. Was habe ich denn jetzt zertreten? Den Kopf? Ich brauche mehr Munition, Leute. Mehr Munition. Sieht gut aus, sieht gut aus. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Zwei Schuss, okay, pass auf. Das geht schon klar. Die Tür kriegen wir gar nicht auf, okay? Die Tür kriegen wir nicht auf. So, wo gehen wir jetzt hin? Was tun wir jetzt? Wir müssen doch irgendwie weiterkommen. Okay. Cool bleiben. Cool bleiben. Dies war das, nicht wahr? Mist. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Nee. So, warte mal, bevor es jetzt losgeht, Freund. Wie machen wir das? Ich darf nicht zu sehr rennen. Das darf ich nicht. Komme ich da oben rauf? Nicht zu sehr rennen, nicht zu sehr rennen. Das hat gesessen, Freunde. Das ist nur eine, das ist so ein Ding. Ne, daneben. Kurz mal nachladen. Es leckt ein bisschen. Oh, das war zu viel für ihn. Das war zu viel für ihn. Wow. Das war voll einfach. Das war nicht einfach. Aber dieses Spiel kann man ziemlich leicht austricksen, indem man einfach nur an den Gegnern vorbeiläuft. Die ganze Zeit. Gut zu wissen, nicht wahr? Wie spät ist es? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich sehe die Uhr nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon 20 Minuten rum. Davon muss ich noch 5 Minuten abziehen, weil ich zwischendrin rumgerannt bin, wie so ein Eumel. Und nicht wusste, wo ich hin muss. Das habe ich rausgeschnitten, das weiß ich jetzt schon. Also spielen wir jetzt noch 5 Minuten. Oder wir gehen noch kurz hier rein. Mal sehen, wo das hinführt. Oh, die Tür ist offen, Mann. Die Tür ist nicht offen. Tut mir leid, ich rede Blödsinn. Mensch, Joseph. Broseph. Nenne ich dich jetzt nur noch. Du bist mein Broseph. Der mit seiner Axt, wenn ich den nicht hätte, dann wäre Polen offen. Das also hat ihn blockiert. Was denn? So eine Leiche? Na dann, weg damit. Was gibt's hier noch? Lass mich mal durch. Wir können hier etwas sehen. Den Speicherraum. Und es gibt noch ein bisschen was zum Lesen. So. Tagebuch von Sebastian Castellano, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich bin so unsicher.
Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und das... und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Manchmal rau? Naja, gut, ne? Diese Welt ist nicht nur manchmal rau, sie ist andauernd rau. Kurz mal rein. So, was skillen wir denn heute? Was skillen wir denn? Ich weiß es, ne? Waffen? Vielleicht Waffen? Schadensmultiplikator? Wir brauchen 20.000 für plus 40%. Mehr Munition ist immer gut. Mehr Munition fetzt. Scharfschützenmunition. Ich weiß nicht, aber Spritzen sollten wir auf jeden Fall skillen, denn mehr Spritzen sind gut. So, wir können 3 Spritzen tragen. Das reicht. Zurück! Gut, wir sind wieder hier und das ist auch gut so. Ich muss hier raus. Tür auf. So, Josef, fahren wir nach unten in unbekannte Gefilde. Aber das erst in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi.